SUVs sind nicht wirklich für den harten Geländeeinsatz gemacht. Wenn man sich jedoch plötzlich im Gelände wiederfindet oder einfach mal Lust darauf hat, gibt es einige Dinge, die man beachten sollte, damit alles gut geht. Hier ein paar Tipps. Bevor man Offroad geht, gibt es ein paar Dinge zu beachten. Als erstes die Wetterkonditionen und die Reifen sowie die Art des Geländes, in das man fährt. Ist es sehr abgeschieden oder eher nicht? Wen informiere ich über meinen Trip? Das ist besonders wichtig, vor allem wenn ich alleine unterwegs bin. Nun, als erstes aktivieren wir das Sperrdifferential und dann unsere Bergabfahrhilfe. Dann wählen wir den ersten Gang, denn wir werden auf dem Untergrund nicht schnell unterwegs sein. Wir fahren immer so langsam wie möglich und so schnell wie nötig. Handbremse lösen und ab geht's ins Gelände. Wenn wir diesen Scheitelpunkt erreichen, kann ich nur sehen, dass der Weg abfällt, aber ich sehe nicht wirklich, was danach kommt. Falls ich diesen Kurs nicht bereits gefahren wäre, würde ich den Bereich zuerst zu Fuß ablaufen, um zu sehen, was mich erwartet. Jetzt merken wir, wie sich das Auto verlagert. Wir sind in ein großes Loch gefahren und so hebt das hintere Rad um rund einen Meter ab. Wir nennen das eine Verschränkung. Jetzt geht es über ein paar Hügel und Löcher. Wir fahren das Auto einfach sachte hinüber. Aber immer daran denken, was das Auto vorne überwindet, muss auch das Heck schaffen. Nun kommen wir zu einer Böschung. Grundsätzlich gilt die Regel, Böschungen immer vermeiden, es sei denn, es gibt keinen anderen Weg. Wenn man die Böschung nicht bereits kennt, sollte man sie unbedingt vorher genau untersuchen. Wir sind aktuell bei einem Böschungswinkel von 25% und fahren sehr langsam. Man sollte immer darauf achten, was oben und unten ist. Steine am oberen Ende könnten das Fahrzeug so stark anheben, dass es umkippt. Löcher am unteren Ende könnten dasselbe tun. An diesem Punkt wechseln wir erneut in eine Verschränkung. Ich drücke nur sanft aufs Gas, damit uns die Traktionskontrolle des Fahrzeugs hier durchziehen kann. Und jetzt folgt eine Böschung mit 30%. Man sieht deutlich den größeren Winkel. Und je größer der Winkel, umso vorsichtiger sollte man sein. Es ist unbedingt darauf zu achten, wie das Auto beladen ist. Der Schwerpunkt sollte möglichst tief liegen. Zudem sollte man darauf achten, dass der Luftdruck in den Reifen stimmt, aber das hat man idealerweise bereits vor dem Start ins Gelände getan. Besonders wichtig ist, dass das Gepäck im Fahrzeug sicher verstaut ist. Bei einer Böschung könnte ansonsten ungesicherte Ladung auf die untere Seite des Autos verrutschen und es so zum Umfallen bringen. Unsere nächste Prüfung auf dem Kurs ist eine 27 Grad Steigung, die dann in ein 30 Grad Gefälle wechselt. Eine Daumenregel für das Herauffahren von Steigungen im Offroad-Gelände ist, fahre eine Steigung immer dort rauf und runter, wo das Wasser das Gefälle herunterkommen würde. Ich sehe genau, wo ich hochfahren muss und mache das dann, bis ich die Spitze erreicht habe. Mit genug Schwung, um die Steigung hochzufahren, ohne dass die Reifen durchdrehen. Und oben anhalten. Jetzt löse ich meinen Fuß komplett von der Bremse und lasse das Auto einfach vorwärts rollen. Der Bergabfahrassistent wird sich einschalten und mich sicher den Hang hinunterbringen. Los geht's, Bremse lösen und genau schauen, wohin ich fahre. Sobald ich 7 Stundenkilometer erreicht habe, greift die Bremse automatisch ein und bringt uns schön langsam die Steigung hinunter. Welche neuen Möglichkeiten bietet der Hyundai Tucson also uns Fahrern? Er hat ein gutes Allradsystem, das auf Wunsch automatisch arbeitet oder manuell eingeschaltet werden kann. Und das gibt uns die Möglichkeit, in Gebiete zu fahren, die wir mit einem normalen PKW nicht erreichen würden. So kann man tolle Landschaften im eigenen Land entdecken oder auch überall sonst auf der Welt. Wie wir gesehen haben, können SUVs deutlich mehr als so mancher glaubt. Dennoch, es sind keine reinen Geländewagen und daher macht es immer Sinn, sich vorher den Weg etwas genauer anzuschauen, denn dann macht es richtig Spaß.